Herren, guten Morgen mal wieder. Jetzt geht's auf alle Fälle los. Wir müssen wieder mal zur Schule. Und ich werde jetzt das Auto holen. Ist das wieder so weit weg? Ja, ist wieder so weit weg. Ah, ja, gestern war auch Markt, ne? Ja, eben. Keine Chance. Kriegst keine Parkplätze mehr hier. Ist unglaublich. Eine Principessa. Ah. Eieieiei. Anouk macht Geduldsspiele am Morgen. Ja, gut. Dann übe dich nicht so viel in Geduld. Wir müssen jetzt los. Geduld! Komplett überall. No. Eingewöhnung? Ja, das dauert anscheinend mit Oni auch noch eine Weile. Der hat gestern die ganze Zeit geweint, die ganze Viertelstunde. Kannst du mir. So hat sie bei Caro auf den Arm gelegt. So hat sie, war sie bei Caro auf den Arm. Mami, Mami, Mami. Aber so süß. So. Wie sagt der so süß, Mami? Was ist denn los, Rad? Oh, herrlich. Wurde jemand ausgeraubt? Ein Bandit? Nee, ist komplett gesperrt, Vollsperrung, Autobahn. Wieso? Ich glaube, der Motorradfahrer. Ja, Motorradfahrer nehme ich. Du weißt, komplett zu. Ja, kein einziges Auto, nicht so interessant. Das kommt ja von der Menschen. Um Himmels Willen, ey. Vielleicht hat er ja auch Glück gehabt, wer weiß, ey. Aber so was, nee. Wenn die so weit untersuchen. Ich hoffe, kein Baby saß vorne. Ah, jetzt hör doch auf. Hör doch auf. Wir sind gleich da. Aufgrund des Unfalls bin ich jetzt schon über eine Stunde unterwegs. Ausmacht, wenn eh so eine Straße gesperrt ist. Wahrscheinlich sind die Hohle jetzt wieder offen. Fluss? Ja. Und Schoko? Ja. Oder halt Himbeer mit Schoko. Die Mango mit Schoko. Was soll Mango mit Schoko sein? Ich glaube Mango mit Schoko. Schokoteil. Konntest du dir nicht erklären? Nee, kann ich nicht. Konnte sie dir nicht erklären. Stadtautobahn, hast du schon so weit mal gehört? Ach nee. Ja, gestern Abend, 19 Uhr, haben die ganze nach halber Nacht die Stadtautobahn lahmgelegt. Das ist ein Irrer. Das habe ich heute Morgen gesehen. Deswegen habe ich eine Stunde zurückgebracht. Ja. Das war ja schon gestern Abend schon. Die sind immer noch dabei, da aufzuräumen, da die Autos wegzufahren und alles Mögliche. Ja, der stand noch da, exakt so. Habe ich gesehen. Bin vorbeigefahren. Autobahn dicht. Also, da steht das heute schon drin. Was? War es ein Anschlag? Ja, da haben sie auch in Reihe auch angesagt. Und dann haben sie vermutet, haben sie die Kiste geknackt. Eine Stunde. Haben sie die Kiste geknackt? Ja. Und da haben sie festgestellt, dass da Werkzeug drin war. Ja, dass der da Werkzeug geladen hat. Das kann man ja nicht wissen, ne? Und überlegt, aber Autobahn, statt Autobahn ist ja immer voll, wa? Ja. Das ist ja nie. Da kann der zu jeder Zeit fahren. Das ist ja, nie leer. Hat man schon gewundert, was das für ein armer Motorradfahrer. Ich habe gedacht, der ist tot, der Motorradfahrer. Geht ja nur zum Verletzten. Ja, was soll ich sagen?
30 Jahre, der Kerl. Die, ja, mit 30, 28. Mir völlig durchgedreht, alle. Ah. Völlig durchgedreht. Die sind alle heute durchgedreht, wirklich. Da haben sie durchgefahren. Am Sonntag haben sie zwei Radfahrer-Entspanner durchgefahren, zwei Leute. Ja. Also Auto, erlieblich konnte der wieder nicht die Leute nicht gucken sehen oder was, aber das war toll, das Ding auch. Ne? Wahnsinn. Keiner, ich weiß, wann stehst du U-Bahn vom S-Bahn Geist? Das ist am Innsbrucker Platz. Morgen. Unglaublich. Ja, Innsbrucker Platz, ja, die haben sie da die Kreuzung gerade noch die Kohle retten, ja. Ah, okay. Wurde runtergeschmissen, oder? Ja, ja, klar, der ist auf der Weise. Ja. Wurde jetzt abgehauen, ja. Auch so ein Ohr. Sind die alle bescheuert, oder was? Ich sage also wirklich, die letzte Zeit, die Wochen, Monaten, wir sind alle so bekloppt. Ja. Jetzt haben sie schon den Karneval abgesagt für 2021. Karneval? Ja, Karneval. Also hier auf Düsseldorf und Mainz und haben sie schon alle abgesagt. Wie lange schleppen wir denn die Seuche jetzt mit uns rum, bis sie dann wieder ganz normal alle ticken? Ich sag, die geht ihn selber so auf die Eier, sonst auf die Nüsse, ja. Wenn die Leute alle so anstellen, ja, also hast du selber Angst, verstehst du? Ich verstehe das nicht. Was ist denn heute jetzt mit der Corona-Party da drüben, wa? Ja, geht da schon wieder los, ja. Ja, die stehen da schon wieder da. Schon, ich weiß nicht, wie lange da. Die eine hat ja schon gefragt, die gerade aufzusetzen war. Ja, produziert hier, ich sage, da müssen sie sich da anstellen, muss ich mal warten. Ja, bei Fahrrad, dir, musst du einfach mal einen Abstrich nehmen. Du bist mit Fahrrad gekommen. Da hast du wohl hier. Komm mal her, hier mit dem Mund. Abstrich. Ja. Man, biete doch auch mal so eine Tests an. Musst du. Machst du mit so einem, wie heißen die Stäbchen, die Ohrstäbchen? Aus dem Fenster und nimmst immer 40 Euro dafür. Sagst du mal 10 Euro billiger als drüben, 10 Euro billiger als drüben. Nee, haben sie nicht. Ich muss einfach mal nur sagen, nee, haben sie nicht. Ist getestet, haben sie nicht. Die rennen alle. Ich möchte nicht wissen, wie viele Betrüger es gibt da jetzt gerade bei dieser Masche. Ja, kannst du machen, ja. Hab mich doch vorhin testen lassen, ja, haben sie nicht. Du, fünf Minuten später haben sie die am Arsch. Ja. Du kannst es nicht loben. Ja. Ich meine, mir überhaupt, ja. Na, Wolfgang, du sollst es jetzt auch nicht machen. Na nee, das ist ironisch. Wer soll das machen? Corona-Test sofort, Ergebnis und so ein Quatsch. Die gucken alle, ja, wir haben irgendwann, hat die Auto was verkehrt gemacht. Jetzt klicken wir alle Nummer 11, macht da keinen auf, den Zeller ran. Dann machen sie die Fenster auf, da nehmen ein paar Tage da, weißt du? Und dann gehen sie dann um die Ecke da. Und wenn sie da stehen, dann müssen sie was ausführen, großen Zettel. Oh Gott, nee. Ja, aber sag mal, eine Mango-Creme geht nicht mit hellem Biskuit oder was? Schaltzug verlegen. Und zwar Torpedo-Dreigang. Wie macht man das? Ganz einfach macht man das. Der Schaltzug, den führen wir hier durch. Hebel hoch. Mit dem Finger ein bisschen drunter. Das war das. Dann führen wir den Zug hier rein, in den Gegenhalter.
dann um die Umlenkrolle drum, die sich hier befindet. Ein bisschen schwer mit einer Hand hier, einer Hand filmen, einer Hand erklären. So, also wie gesagt, muss in der Rolle natürlich gut laufen. Das kontrolliert jetzt noch mal, dass es nicht neben der Rolle läuft, sondern um die Rolle rum, also in der Rolle drin quasi. Und dann haben wir hier die Fixierhülse mit Inbusschlüssel. Und schließen das hier an. Spannen und Schrauben fest. Hallo. Ja. Halt. Nee, natürlich so nicht. Jetzt bin ich unkonzentriert. So. Kann ich bringen hier unten oder? Ich komme gleich hoch. Okay. Spannen. Also nochmal spannen. Fertig. Das sollte es gewesen sein. Kürzen, Quetschhülse. Dann schauen wir uns den Draht von dem Herrn mal an. Einmal kurz probieren, ob es schaltet. Funktioniert. Kette schlägt, aber funktioniert. Fertig. Von mach mal Schreck ab zu, mach mal gar nicht. Das ist wirklich schlimm. Du weißt, viel zu viel. Wenn ich im Fahrrad nahen das repariere, dann ist hier. Aber. Nee. Das kann ich nicht machen. Verstehen die Leute mal nicht, aber dann sage ich lieber, nee, pass auf, dann schnapp du dir die Pumpe, mach das selber. Du musst mir ohne bezahlen, geh ein Check-up und nichts. Weil das ist nichts. Nee, mach mal nur, nee, die Bremse funktioniert nicht. Kein Bremsbelag drauf. Da müssen wir reparieren. Ja, nee, das geht nicht, das will ich nicht, das ist mir zu teuer. Nee, dann mach mal nur die vordere Bremse. Dann müssen wir da aber hoch, müssen wir einen Zug machen und dies, ne? Oh nee, dann nicht. Dann mach mal nur ein bisschen Öl so, ich bezahle dir. Ich sage, nee, mach ich nicht, dann mach mal lieber selber. Also gut. Weil damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Reparatur, mach ich gerne. Aber so ein Rad einfach nur so durchfuschen, da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich nicht. Nee. Und dann sagt er hinterher, ist er repariert worden oder so. Wie ihr sagt, die Diskussion haben wir jedes Mal. Nee, danke. Mag nicht. Dann ist Selbsthilfewerkstatt, dann ist draußen der Ding da dafür da. Da können sie ja alle selber fuschen und machen und tun. Hier bei dem genauso, wenn ich hier antrete, schlägt die Kette oben gegen Kettenschutz. Das ist das, was so laut ist vorne. Das heißt also, ich müsste die Kette spannen. Spanne ich die Kette, jetzt sieht er hier vorne, kann man ja fast durchgucken. Da so, ne? Kleiner Schlitz da. Da ist ein Schlitz da. Ups. Aber hier hinten, da ist nichts mehr. Da kann ich nicht. Wenn ich jetzt die Kette spanne, dann bin ich hinten dran. Jetzt muss ich mal sehen, was passiert und ob ich die Dinger noch versetzen kann. Ich probiere es natürlich, weil ich will ja ein optimales Ergebnis haben. So. Schleift. Aber
immer noch einen Bonus im Ärmel. Nämlich die Strebe hier. Den mache ich jetzt einmal so. Zack. Die sind doch einfach nur zu faul zum Pumpen. Die können doch mal selber pumpen. Versteht ja nicht. Draußen der Kollege gerade. Also der Kuchen für Anouk ist bestellt. Für die Party. Der hat ja nun bald den Geburtstag. Dann wird sie 10 Jahre alt. Oh Mann, ey. 7.9. Reicht euch das? Zweistellig wird sie. Schon fast erwachsen denn. Wie gesagt, einstellig ist mal ganz kurz im Leben. Zweistellig ist man normalerweise den Rest deines Lebens und dreistellig erreichen eben nur die Auserwählten. Und meist nicht mehr in so gutem Zustand. Na, ist noch ein bisschen Platz gewesen, konnte man nach hinten setzen. Also muss man, wie gesagt, immer gleich das Blech mit nach hinten setzen. Gut, geil. Machen wir probieren, Antritt. Perfekt. Gut. Next. Wenn es da wäre, wäre geil. Das ist der erste und einzige Auftrag heute. Hallo. Ja. Jemand da? Nee. Gut, dann gehe ich wieder. Alles klar. So, gut. Schon wie angekündigt. Bitte einmal montieren. Programmieren mache ich dann selber. Gut. Und Fahrrad steht da oben vorne vor. Schlüssel lasse ich mal hier. Ne? Beziehungsweise du drehst es wahrscheinlich gleich runter. Ne? Ja. Genau. Gut. Ist aber auch nicht Schlüssel. Ich habe es jetzt erstmal zu. Ja, genau. Alles klar. Okay. Machst du Telefonsex oder was? Das ist mein Bruder, der hat lange nicht getroffen. Ja, ja, du triffst ihn ja jetzt gerade auch nicht. Ja, das tut mir jetzt aber auch leid. Ja, ja, dann sag mal, wo ist er denn? Ja, wo ist er? In Norwegen. Norwegen? Das ist ja ganz schön teuer, wenn man so telefoniert denn. Nee. Nee? Kostet nicht. Wieso? Wie macht ihr das? Über Telefon. Mit Internet? Nee, nicht mal Internet. Internet ist scheiße. Ja, ja. Patricia! Ja. Ey, so heißt meine neue Freundin. Ah! Schönen guten Tag, Max! Wieder! Schaffee und Kuchen. Schaffee und Kuchen. Wo ist mein Stück Kuchen, Alter? Das ist bei mir allein. Ich hab gestern in Fressfläche gelandet. Okay. Bach Englisch, bitte? Was? Ein Satz. Lest das Bach Englisch, bitte? Englisch? Genau. Thank you. So, I have a problem with this bicycle when I'm riding, it's a stop. Uh-huh. And it's gone. And I went there and they told me that I need to come here. Okay. Mm-hmm. Valentin, show you that, man. Yeah, but it's without the seat. Yeah. Lucky. Oh. Lucky, man. Sit down, please. Yeah, enjoy. Now. And now your bike is stolen. Hm? And now your bike is stolen. Na. Who's this man? I don't know. Scheibenperle und Bremse von Tektro einstellen. Schleifen ein bisschen.
schläft sie nicht mehr. Und dann hat er uns geholfen, der Mann, der da an der, also der Pförtner, der da war, hat uns irgendwie eine freie Art mit ihm gemacht. Wunderbar, Hammer. War gerade zu langweilig, jetzt wollte ich anfangen hier Diamond Back weiterzubauen. Jetzt kommt Arbeit. So ist das da jedes Mal. Na gut, okay, das wollte ich eigentlich filmen. Da habe ich das hier noch weiterbauen. Aber dann machen wir das später. Jetzt Großauftrag ausspeichern ist was für Achim. Ist ja was für Achim. Hat er beim Einspeichern, Ausspeichern, Einspeichern hat er ja verkackt. Ich glaube, die Prüfung auch, meint er. Hat die Zeit nicht mehr gereicht. Muss er eigentlich ran? Ja, gucken wir mal. Herrgott! Ist ja nicht mehr auszuhalten. Valentin. Ja, ich verstehe das alles nicht. Kommen hier alle her, schlauchen sie durch. Keiner bringt mir das mit, außer Mika. Wollen wir sagen, der Mika versorgt einen wenigstens. Ja. Ist der jetzt Corona dran? Ja. Ich hab einmal reingespuckt. Ich würde aber alles neu machen, denn hier. Dann kommen wir ins neue Teil. Du brauchst andere Bremshebel, du brauchst andere Schalter, die Züge, du brauchst ein neues Ritzel, neue Kette, neue Kettenradgarnitur. Und das kostet halt. Plus. Mein Bruder wollte, weil ich habe mal einen 26 Zoll alten, also mein altes 26er gegeben und ich habe halt 27,5 reingebaut und dann war der Umwerfer im Weg so und das ist jetzt scheiße mit dem Rad und deswegen hat er überlegt, dass er, ob er nicht den Rahmen tauscht oder ob er halt auf einfach ein Ritzel umtauscht, also tauscht. Nehme ich auch immer gerne. Benutzt du die noch? Ich besammle die. Wenn die falsch abschneiden, sind die falsch abgeschnitten, sind da nicht. Ja, aber ich mach die da genauso. Plastik hier drin. Ja. Warte mal. Abgelenkt. Genau, abgelenkt. Das ist das Problem. Don't lenk mich ab. So, ich glaube. Ich glaube jetzt, das lasse ich jetzt so. Ja, wie? Du kommst immer aufs Geld. Warum ist der Einbau auf 300 teuer? Weil du selbst keine Arbeitszeit. Weil du ja nicht mehr an dem Material verdienst. Ah, okay. Dann musst du, musst du die Arbeitszeit selber schrauben. Ist das eine. Mann, ja, jeder Laden, der Arbeit liefert, muss verdienen. Weißt du? Außer Vereine. Da sind wir wieder beim Thema. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir sind beim Thema. Wir sind beim Thema. Immer beim Thema. Sonst verbinden wir keine Collection. Hier. Dankeschön. Bitteschön, tschüss. Tschüss. Wenn ihr wollt. Tschüss. Bau mir das in deinen Sattel. Das sind jetzt ein 37er? Ja. Nee, 35. Nee. Das ist ein Marathon, oder? Marathon. Plus? 35 plus. Naja. Nee, okay. Also ich habe Marathon plus. 30 Euro bestellt. Das ist ein Quatschkopf. Ist das ein Quatschkorb? Ist das ein Jakko-Wakko, ey? Nee, 37, hast recht. Warum steht denn da 35C und 37? Ach, jetzt hau doch ab. Das ist wirklich furchtbar. Das ist nicht so toll. Ja, ich hätte dir lieber was vom Kaffee abgeben sollen. So, genau. Siehst du? Hättest du mal.
Ja, aber total verrückt hier alle. Sagt ihr das? Hier, alles locker. Ja. Siehst du, Bruno Red. Wir haben geöffnet. Ja, ja. Ne, ist doch was anderes. Nee. Marathon Plus? Das ist nur so E-Bike ready. Moin! Ja, Brigitte, schön. Ich hab wieder einen Fahrer aus der Türkei gebracht, wie letztes Jahr. Warum? Für meinen Sohn. Bist du verrückt? Was kocht immer was Gutes, Mensch. Wie so ein Quatsch. Ja, Mensch. Machst du. Hier, guck mal, ich hab. Es muss eingestellt werden, alles, ja? Nicht jetzt, ich hab Zeit bis morgen. Morgen bis 16, 15 Uhr. Ja. Qualitätsräder werden geil. Ja, Mensch, ja. Ja, ja. Hauptsache, fährt paar Monate, dann ist vorbei wieder. Ich lasse alles hier. Okay. Wir haben diesen. Was willst du haben dafür? 25. White! Ja. Komm, mach mal einen guten Preis. Das ist ein guter Preis. Muss ja hinterher rollen. Das ist ein guter Preis bei den Quatschrädern. Ah, wisst ihr? Na gut, okay. Machst du, ich lasse dich stehen, ja? Okay. Machst du, ciao. Alles klar, bis dann, ciao. Bist du hier auf Arbeit? Nee, aber ich kann dir helfen. Habt ihr auch so Fahrradsattel? Wo hast du da? Ich guck gleich mal. Also so ein älteres. Ich hab ein altes Fahrrad, ein altes Fahrradrad und da ist aber so ein neuer. Ich brauch ein älteres. Ja, genau. Ich muss gucken. Guck gleich, ja. Kannst du nicht laufen, dann weiß ich. Ja, ja, genau. Danke. Hi. Oh Mann, Sattel 3 Euro. Naja, der braucht. Ich hab gleich den letzten Husten. Aber 3 Euro ist das Spendengeld. Ja, ist okay, bevor man es wegwirft. Dafür wäre schon wieder zu schade. Was kommt denn an? Moin. Ja, bitte? Sie, Sie wünschen? Ich wünsche mir ein. Schönes Leben. Linksseitiges Einsteck-Cruiser-Rad. Ja, nee, hier wird nicht. Okay. Ich habe nur diesen. Da ist so ein Steckpinöpel drin mit so einer Feder, den habe ich abgerissen. Jetzt flutscht mein Rad noch raus, weil dieser. Die haben ja so ein Einsteckrad und dann flutscht da so ein kleiner Pinöpel hoch. Und diesen Pinöpel habe ich verloren. Gehen wir mal gucken oben. Guck mal, das war wahrscheinlich zusammen. Und was ist denn so die schnellste Lösung? Früher war, ich weiß, war irgendwo Schraube und am Ende war Bohrung. Mhm. Und dann kann man die ganze Dings durch die. Hier das auch oder was? Ne, habe ich so gemacht, das, das sieht nicht so, so gut, so neu. Ja, schraubst du diese an. Ach so, okay. Und dann von innen? Ja. Wahrscheinlich das selber. Genau. Okay. Nimmst du einfach mit, alles gut. Ja. Kann ich deine Version machen? Kannst du machen, du hast ja klar, kein Problem. So. Moin.
Sind diese Menschen? Ja, klar. Hier sind irgendwo was da drin. In dem Koffer. Achim, ich will mal kurz drin die Kleine wickeln. Ja. Weiter schon. Hey! Ach Mann! Ach Mann! Ach Mann, was ist denn los? Kannst du mir mal bitte einen Windel holen, Feuchttücher, wo ist denn alles? Mach's mal bitte. Komm her! Rekka! Rekka, Doppeldecker, hä? Huh? Neuen Body, hä? Huh? Du bist den ganzen Tag so traurig, das soll nicht sein. Das wollen wir nicht. Ja, ist es. Also passiert jetzt auch nicht viel, wenn man... Wenn du nein, ich habe doch die Pedalabtrittgewinde so ein bisschen nachgeschnitten und dann geht alles wieder rein. Okay. Aber eben, das ist nicht 100% gerade. Okay. Nicht so richtig. Und das Vorderrad war doch, also das vorne mit dem Pedal noch vom Vorderrad. Ja, das war auch jetzt nur Not... Nee, das war... Setzen dich dann ruf und fest damit. Ja, okay, da habe ich nicht dran gedacht. Da hast du recht. Das hatte ich eben abgeschraubt, weil es sonst ins Auto passte. Oh ja, okay. Aber das stimmt. Nicht das ist ein guter Punkt. Ja, einmal Bordsteinkante vor oder draußen mit rein. Ja, dann bin ich immer weg. Da, wo wir gerade gemacht haben, ne? Ja, auf der Seite. Crispy Chicken da. Crispy Chicken? Na, ich sag ja, für das ihn, Big King XXL. Big King XXL Hühnschlag. Hühnschlag. Speisen, Whopper, Crispy Chicken XXL. Prüfung. Bruno. Was muss ich machen? Was ist denn für ein Kollege, den du da mitschleppst? Das ist ein Kollege. Dann weißt du... Die Kohle, meinst du? Ja. Hast du ihn getroffen oder was? Nein, war schon 3D. 3D? Tatsächlich. Die Schachtel ist 3D. Was heißt denn 3D? Ich weiß ja nicht, ob ich so weit hier brauchen kann. 20 vielleicht. 25 rein. Ja, aber. Schön. Aber ehrlich gesagt, so mit so moderner Technik. Kommst du nicht klar, oder was? Nee, das ist so meins. Aber ich meine, ich brauche ja hier wohl nicht. Weil jetzt nur noch bei YouTube drauf steht. Weil ich ja Videos mache. Genau. Jetzt ist 8:45. Mal jetzt Feierabend hier. Reicht dann auch. Gestört werde, weil da irgendein Schwachkopf in dem Haus mal wieder der Meinung ist, er müsste freidrehen. Naja, dass das kein angenehmer Art zu leben ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das ist halt, ja, das musst du dir vorstellen, du sollst da konzentriert lernen. Unmöglich. Ja, und auch irgendwas ist mit einer Bude oder so in Friesland, irgendwie eine Einraumwohnung oder meinetwegen mit noch jemand zusammen? Was ist mit Ruhe? Das Problem haben wir ja alle eigentlich irgendwie. Jetzt ohne die richtigen Buden. Ach ja, sag mal, hast du noch so ein. Darf ich mir das hier mitnehmen? Achim, hast du den
Seitenschneider schon wieder weggepackt? Ja. Könntest du den noch ein? Selbstverständlich, du, ne? Fuck. Ich muss mal ganz kurz nehmen. Ich bin ein bisschen spät dran. Spätkunde, ja, hallo. Let's see. Berlin, Feierabend, sehen uns morgen, macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.